Grüezi miteinander. Beim Singen mit der Stimmmaske ist die Einatmung nur durch die Nase möglich. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber damit lernst du eine richtig gute sängerische Atmung. Und wir zeigen dir, wie das geht. Wir haben die Flasche bis zum Ring zwischen der Zahl 7 und 8 gefüllt. Und Gallus singt nun eine einfache Gesangsübung. Voa, 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 voa. Wichtig ist, dass es schön gleichmäßig durchblubbert. Das macht er wunderbar. Achte bei der Ausatmung, dass dein Bauch einsinkt. Nimm dir viel Zeit für die Einatmung und atme vom Unterbauch her aus. Wegen dem Wasserwiderstand, den du mit deiner Ausatmung überwinden musst, brauchst du mehr muskuläre Kraft für die Atmung. Damit spürst du eben genau, wo du arbeiten musst für eine richtige sängerische Atmung. Falls es dir bei einer Übung schwindlig werden sollte, so mach eine Pause. Atme das nächste Mal weniger ein, so als ob du an einer Rose riechen würdest. Wenn du den Wasserwiderstand zu hoch findest, so versuch es mit weniger Wasser. Nun zeigen wir dir noch, wie du es nicht machen solltest. Falsch ist es, die Schultern hochzunehmen bei der Einatmung und während dem Blubbern mit dem Oberkörper zusammenzufallen. Du kannst es auch sehr gut mit dem Spiegel kontrollieren, dass sich bei der Einatmung deine Schultern nicht heben, sondern nur dein Bauch füllt. Nun zeigen wir es noch einmal richtig. Der Bauch sinkt ein. Er nimmt sich Zeit für die Einatmung. Der Bauch wölbt sich nach vorn. Bald wirst du auch beim Singen ohne Stimmmaske merken, wie viel leichter dein Singen geht, wenn du diese Atemführung vom Unterbauch her machst. Viel Spaß beim Singen mit der Stimmmaske!